Weiter geht's in unserer Reihe HSC Update. Heute mal kein Neuzugang da, sondern eine Vertragsverlängerung. Schön, dass du da bist, Joven. Schönen guten Tag, hallo. Joven, letztes Jahr schon beim HSC gewesen und du hast dich entschieden, den Vertrag zu verlängern. Wie kam es dazu? Was waren deine Beweggründe? Meine Beweggründe waren, dass ich hier eine super Truppe vorhanden habe, mich sehr wohl hier auch fühle, vom ersten Tag letztes Jahr an auch schon. Gab es letztes Jahr da Komplikationen mit dem Wechsel, aber als ich auch die erste Trainingseinheit hier zugucken durfte, habe ich mich schon wohl gefühlt und ja, wie gesagt, die Truppe und der ganze Staff, das ganze Drumherum hier hat mich beeindruckt und ja, deswegen dachte ich mir auf jeden Fall noch ein Jahr. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Damals hier noch inkognito quasi aufgetaucht, das erste Training mal gesehen. Der HSC muss lange kämpfen dafür, dass du dann herkamst, aber ich glaube, da sind sich alle Betrachter des Vereins einig. Es hat sich gelohnt. Sehenswerte Tore waren dabei und vor allen Dingen viel, viel Einsatzwillen. Dann erstes Jahr Regionalliga. Was hast du aus diesen Spielen mitgenommen? Aus den Spielen habe ich mitgenommen, ja, dass es auf jeden Fall ein anderes Level ist als die Oberliga. Viel Tempo, viel Kampf. Und auf jeden Fall auch noch attraktivere Vereine, ganz klar. Und ja, das ist, würde ich so sagen, ja. Wir gucken jetzt mal ein bisschen auch in die Zukunft. Wir haben nächstes Jahr eine sehr, sehr große Regionalliga Nord. Wir warten mal darauf auf, wie der Nord-FV aufstellt. Zwei Staffeln wieder, ist von auszugehen aktuell. Gibt es ein Spiel, auf das du dich besonders freuen würdest nächstes Jahr? Ja, erstens natürlich auch das Stadtderby, aber auch auf jeden Fall natürlich den SV Meppen, ganz klar. Traditionsverein, attraktiver Verein und da ist man natürlich gespannt, mit was für eine Garnitur die herkommen. Ja. Die stehen zwar gerade noch ohne Spieler da, aber ich glaube, es wird sich bis zum Saisonbeginn ändern. Vor dem Saisonbeginn steht jetzt mal der Trainingsstart an. Nächste Woche soll es richtig losgehen, ihr dürft wieder trainieren. Wie sehr freut dich das? Sehr, sehr doll auf jeden Fall. Also wie gesagt, nach jetzt 8 Monaten, ne, endlich mal wieder ein Teamtraining allgemein zu trainieren. Wie gesagt, die Jungs wiederzusehen, alle wiederzusehen, da freut man sich enorm drauf. Ja. Wie hast du dich letzten Monate fit gehalten? Ich habe mich fit gehalten, indem ich, ja, wie gesagt, wir hatten ja auch bis zum offiziellen Abbruch natürlich einen Plan, wie wir uns fit halten sollten. Und danach habe ich trotzdem noch was für mich getan, war trotzdem laufen. Wir haben in Gifhorn eine schöne Mac-Arena. Die haben wir uns dann immer mit ein paar Kumpels gebucht. Und da haben wir uns auf jeden Fall dann auch immer fit gehalten. Also von dir aus kann es morgen schon losgehen oder? Von mir aus sofort, ja. Wir warten eigentlich nur darauf. Es war eine komische Zeit, jetzt mal abgesehen vom Fithalten. Wie war es denn für dich persönlich? Hattest du schon mal so eine Phase in deinem Leben, wo du so lange kein Fußball gespielt hast? Nee, die hatte ich nicht. Also vielleicht, als ich geboren bin, bis zu meinem dritten Lebensjahr, da habe ich 3 Jahre nichts gemacht. Dann durfte ich mich anmelden im Verein, aber ansonsten nein. Diese ganze Atmosphäre hat natürlich gefehlt, aber würdest du sagen, irgendwie was Positives war auch dabei? Konntest du dich vielleicht als Mensch in irgendeiner Richtung auch weiterentwickeln in der Zeit? Boah, schwierige Frage, bin ich ehrlich. Irgendwie ein neues Hobby vielleicht entdeckt? Also natürlich haben wir oft mit den Jungs halt online auch an der Konsole gespielt, ne? Aber ob das jetzt so positiv ist oder nicht, weiß ich, mag ich zu bezweifeln, aber es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs dann online sich darüber zu kommunizieren, auf jeden Fall. Ja. Man muss ja irgendwie in Kontakt bleiben. Also genau. Irgendwie socializen, ohne Menschen zu sehen. Jetzt sieht es halt alles anders aus. Genau. Wir gucken nochmal zurück. Am 1. November war das letzte Spiel des HSC, genau hier an diesem Platz gegen den FC Oberneuland. Du hast ein sehenswertes Tor damals geschossen. Hast du noch Erinnerungen an diese Partie und auch an deinen Treffer? Ja, auf jeden Fall habe ich da noch Erinnerungen. Wie gesagt, das war ja auch... Ach, den habe ich erste Sahne getroffen, muss man so sagen. Ja, da weiß ich noch ein paar Sachen. Leider am Ende war es nicht so erfolgreich. Das hätten wir aber erfolgreicher gestalten können, war ich der Meinung, weil wir da gut Druck gemacht haben. Am Ende wurden wir leider nicht belohnt dafür. Was stimmt dich denn zuversichtlicher, dass die nächste Saison auch punktetechnisch besser läuft als die vorherige abgebrochene? Das ist keine Frage. Auf jeden Fall haben wir da super Neuzugänge. Ich bin ja auch keiner, der irgendwie zusagt, einfach weil die Sonne scheint. Also ich weiß schon, was ich für einen Kader vorhanden habe. Also, oder wir wissen das, was wir für einen Kader da vorhanden haben. Und also da bin ich sehr positiv gestimmt auch auf jeden Fall. Ja. Hast du für dich selber ein Saisonziel ausgerufen? Irgendwie eine Toranzahl, die du erzielen willst oder auch Vorlagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will, wie es gewohnt war, wenn die Saison beendet ist, in meinem zweistelligen Bereich sein. Egal ob mit Toren oder Vorlagen, ich will da immer mein Bestes geben, das ist ganz klar. Und ich will auf jeden Fall auch so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen, das ist ganz klar. Wir wünschen dir dabei alles Gute, dem HSC, und als HSC sagen wir einfach nochmal danke, dass du noch sehr weitermachst hier bei uns, und wir freuen uns auf viele, viele schöne Tore. Am besten einfach jedes Ding. So machen wir das gegen Oberneuland. Das wäre ganz geil. Danke, Joven. Dankeschön, das wird geschehen. Schönen Tag noch.